Ja, Leute, der Moretum, ne, von letzter Woche, der wird heute auch gebraucht. Aber ich habe noch ein bisschen was anderes. Und zwar habe ich mir was vorbereitet. Und zwar Teig für Legionärsbrot. Und was ich damit jetzt vorhabe, das seht ihr in diesem Video. Ja, ich habe jetzt den Teig sozusagen vorbereitet. Ich werde ihn jetzt in kleine Stücke schneiden. So. Ich denke, das reicht sogar schon, dass wir solche kleinen Fladen machen können. Denn hier haben wir jetzt noch was ganz, ganz Schönes vor uns. Wir füllen jetzt das Legionärsbrot mit dem Moretum. Das ist so eine Idee, die mir jetzt die Tage gekommen ist. Ist also jetzt kein historisch genaues Rezept, aber interpretiert aus Sachen, die es schon gab. So, hier können wir ruhig eine ganze gute Menge reingeben. Wie ihr Legionärsbrot machen könnt, das seht ihr bei mir auch im Kanal. Ich habe hier in der Infobox mal das Video verlinkt. So, dann habe ich jetzt hier einen gefüllten Fladen mit normal, sage ich mal. Dann mache ich mir noch mal ein. So eine Art Pizza eigentlich. Denn etwas, was auch richtig gut schmecken soll, ist das Ganze jetzt nochmal mit etwas Honig zu verfeinern. Jetzt haben wir sozusagen zwei verschiedene Varianten. Einmal mit Honig und einmal normal. So, damit ich später auseinanderhalten kann, das mit Honig wird mit einem X markiert. Und das Ganze mache ich aber jetzt doppelt, denn ich habe gleich noch was vor. So, auch hier habe ich wieder ein X drauf gemacht. Die einen kommen in den Backofen bei 180 Grad Umluft und das Ganze so für, ich sag mal, 25 Minuten. Die anderen werde ich mal ganz klassisch in Olivenöl braten, so wie man Legionärsbrot eigentlich macht. Von daher werden wir mal schauen, wie die beiden Varianten ankommen, denn wenn das Gebratene funktioniert, ist es auch wunderbar für Märkte und für Veranstaltungen geeignet. Von daher, lasst uns mal backen und braten. So, die Brote sind fertig. Einmal hier das aus dem Backofen, ne, mit Honig. Und dann nochmal das große aus dem Backofen, sozusagen ohne Honig. Dann fangen wir jetzt erstmal an. Ich werde erstmal das eine aufschneiden. So, hier das mit Honig. Wir sehen eine wunderbare Füllung. Das riecht herrlich. Naja, probiere ich mal. Jetzt bin ich echt gespannt. Also ich muss sagen, mit dem Honig, das gibt so eine dezent süße Note. Aber ansonsten die Kombi ist einfach nur geil. Also Moretum und Legionärsbrot in einem. Das ist natürlich sehr, sehr saftig, weil sehr viel Flüssigkeit in dem Käse drin ist. Und auch das Olivenöl, was natürlich logischerweise drin ist. Ich würde euch beinahe schon ein bisschen empfehlen, nehmt ein bisschen trockeneres Moretum. Also sprich, nicht so viel Olivenöl ranmachen. Denn ich habe schon gemerkt, wenn man jetzt zum Beispiel mal dieses hier betrachtet, na, das ist ja hier schon relativ eingelaufen.
Also sprich relativ flüssig. Also relativ viel Flüssigkeit ist in diesem Brot drin. So, das ist jetzt so das andere. Ohne Honig. Bin mal gespannt, wie das. Schmeckt fast schon. Gut, hier habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr von dem Legionärsbrot erwischt. Aber auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also, ne, kann man ja wunderbar. So. Und jetzt hier unsere beiden, nein, die etwas dunklere Variante, in Olivenöl gebraten. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der sozusagen, ja, der Kontrast ist, also der Unterschied zwischen dem, was, boah, die sind richtig vollgesogen. Okay. So sieht das jetzt hier aus. Oh, das riecht herrlich. Mmh. Oh. Also gebraten, das hat nochmal einen extra Pfiff. Klar, das ganze Brot, der ganze Teig hat natürlich wesentlich mehr Geschmack, wesentlich mehr Aromastoffe durch das Öl. Aber das ist wirklich Hammer. Die Kräuter kommen richtig gut durch. Herrlich. Jetzt das letzte. Nämlich das mit Honig. Hier ist natürlich ein bisschen mehr Röstaromen dran, weil ich das war mein erstes Brot und das war ein bisschen zu lange in der Pfanne. Mit diesem Röstaromen auch nochmal richtig geil, klar. Aber der Honig, der gibt auch nochmal so eine richtig schöne, lecker würzige Note mit rein. Also es ist jetzt nicht so, dass es mich jetzt arg stören würde, dass es relativ süß, also etwa, ne, es heißt relativ. Ich habe jetzt nicht so viel Honig dran gemacht. Und ich glaube, durch das Olivenöl wird es generell ein bisschen gemildert. Also ich persönlich finde jetzt den Honig gar nicht so dominant, aber ich finde, er gibt nochmal eine sehr, sehr interessante Komponente, die jetzt ohne den Honig ganz klar fehlen würde. Also bei dem anderen hatte ich es ja logischerweise nicht. Aber das finde ich richtig gut. Tja, was soll ich jetzt zu dem Broten sagen? Außer, dass sie verdammt geil sind. Ja, also das ist wirklich, ich muss sagen, ordentlich. Kann man auf jeden Fall machen. Also ich empfehle auf jeden Fall für Mittelaltermärkte und sowas, die gebratene Variante, logischerweise. Man hat ja selten einen Ofen dabei, aber kann man wunderbar machen. Man kann jetzt auch etwas kleinere Teigtaschen machen. Na, das ist natürlich jetzt jedem selbst überlassen, wenn man sich überlegt, man macht so eine kleine Teigtasche in der Größe ungefähr. Da kann man natürlich auch für einige Leute machen. Na? Und das durchgebraten, das kann man sich dann hinstellen, das kann man so als Snack auch für den Tag verteilt essen. Eigentlich eine richtig geile Speise. Ja, von daher kann ich nur Daumen hoch sagen. Also mir hat es sehr, sehr gut geschmeckt. Und ich lasse es mir jetzt auch gleich richtig gut schmecken. Und was ich mir noch vorstellen könnte, klar, man kann natürlich jetzt bei den Kräutern ein bisschen verfeinern, klar. Aber schon, wo ich das im Ofen zum Beispiel so ein bisschen gerochen habe und so, habe ich mir überlegt, boah, das jetzt nochmal so ein bisschen verfeinert mit ein bisschen Peperoni und sowas, ne? Ist natürlich jetzt modernere Variante, klar. Aber ich kann mir vorstellen, ne, für die Leute, die da experimentierfreudig und nicht eingeschränkt sind, das wird eine, ja, das wäre nochmal eine ganz, ganz coole Option, wie man das Ganze ein bisschen aufpimpen kann.
Aber ich persönlich finde, man muss es eigentlich auch gar nicht aufbinden, weil es ist geil genug, so wie es ist. Und von daher freut es mich natürlich, dass ihr mit eingeschaltet habt. Und wer es noch nicht getan hat, kann diesen Kanal gerne abonnieren. Da gibt es einmal historische Rezepte, wie zum Beispiel das Moretum, was wir als Füllung verwendet haben. Das Brot ist natürlich auch historisch. Das habe ich ja, wie gesagt, hier verlinkt. Und ansonsten die Kombination jetzt, dass wir das natürlich dann füllen, ist eine moderne Interpretation. Also kann natürlich sein, dass es vielleicht früher auch schon einen gab, der auf die Idee gekommen ist. Aber persönlich, es ist nicht überliefert. Also von dem aus ist es interpretiert, meiner Meinung nach. Also wie gesagt, lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns dann auch schon im nächsten Video, nächste Woche wieder. Bis dann, euer Schlemmergemaler. Ciao.